Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Civilization 5. Brave New World. Irgendwas wollte ich gerade tun. Wir wählen erstmal eine neue Forschung aus. Und zwar Ritterlichkeit oder Theologie. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Theologie. Theologie, ja, ist eher mehr so wirtschaftlich, also auch mit Glauben. Also unseren Glauben können wir weiter erweitern durch verschiedene Wunder, glaube ich. Ich glaube, der Borobudur ist ein Wunder. Ich meine sogar, dass der große Tempel einer ist. Die große Moschee auch. Also Theologie ist Hagia Sophia auch. Garten nicht. Theologie beinhaltet sehr viele Wunder. Ermöglicht den Bau einiger spezieller Gebäude und Wunder, um den Glauben zu steigern. Deswegen gehe ich mal auf Theologie in der Hoffnung, dass uns diesmal nicht irgendein Wunder weggeschnappt wird. Vor der Nase quasi. Auf in die nächste Runde. Unser Siedler braucht auch nicht mehr allzu lange. Die kann einfach mal hier stehen bleiben. Die Triere. Irgendwie gibt es hier nichts mehr zu erkunden gerade. Zumindest nicht von der Triere. Wir können auch noch nicht aufs große Wasser hinaus segeln. Das bedeutet, ich kann noch nicht gucken, was auf anderen Kontinenten abgeht. Das ist... Ach, ich habe was vergessen. Wollte ich das diese Runde machen? Nee, die nächste Runde wollte ich das machen. Ich wollte ja mich ein bisschen einschleimen hier. Unsere Schatzkammer ist voller geworden und wir können Geld ausgeben. Da habt ihr jede... So, Naturwunder gefunden. Beringer Krater. Herzlichen Glückwunsch. Ertrag werden bewirtschaftet, 2 Gold, 3 Forschung bzw. Wissenschaft. Auch gar nicht so schlecht. Die gebe ich auch zurück. Die mögen mich dann nämlich jetzt. Finde mich ganz toll. Und deswegen... Melima! FLSD? Die haben irgendwie keine Luxusgüter. Wir haben hier alles irgendwie und die haben nichts. Wobei, die ja hier in der Nähe von Edelsteinen sind. Die Schweine. Wie können sie es wagen? Ja, traurigerweise ist das so. Die sind in der Nähe von Edelsteinen. Okidoki. Der kann hier auch nicht weiter. Naja, gut, dann warte halt mal. Ich frage mich, was hier, ob hier oben noch irgendwas ist. Auf jeden Fall müsste links und rechts noch eine Menge sein. Also hier muss noch ganz viel sein. Schätze ich mal. Wir spielen auf einer riesigen Karte. Von daher gehe ich schon ganz fest davon aus, dass wir noch eine ganze Menge mehr finden können, sobald wir von unserem Kontinent etwas weiter wegfahren können. Sobald wir ihn verlassen können. Aktuell ist das ja nicht möglich, dafür ist unsere Forschung noch nicht weit genug. Wir haben ja bisher nur kleine Schiffe, die an der Küste lang düsen können. Also, ja, müssen wir da noch ein bisschen warten. So, Kuala Lumpur haben wir gefunden. Die bringen Wale, nice. Und die haben auch eine Mission für uns. Wir sollen die Kollegen hier wegparken. Das dürfte drin sein. Oh, eine Ruine. Nett. Wohlstand. Nee, das brauchen wir nicht. Wir gehen auf... Warum soll ich noch einen Trier bauen? Macht überhaupt keinen Sinn. Eine Karawane bauen wir noch. Du bleibst auch hier. Oh, dann geht's auch schon in die nächste Runde. Wo ist mein Wasser? Ich habe mir gerade Wasser zur... Seite gestellt. Ich habe es gefunden. Ich habe gerade nämlich irgendwie Durst. Ah, muss an der Hitze liegen, die ja momentan herrscht in Deutschland. Nee, Spaß. So. Du bleibst natürlich da drinnen. Und du greifst mal an. Auf. Machen wir sie platt. Der kann sogar nochmal angreifen. Nee, kann er nicht. Kannst du dich aber kurz heilen. Kann angreifen und sich heilen? Das ist ja nice. Kavallerie ist einfach mal OP. Die sind einfach nur stark. Kuala Lumpur bringt uns Wale. Aber dann ist hier auch schon wieder die Grenze.
Was ist mit dem los? Achso, mein großer Prophet. Ich wollte die Religion hier verbreiten. In Budapest. Die sind jetzt nämlich im Konfuzianismus. Zumindest etwas. Wissenschaft. Ich würde ganz gerne etwas für Kultur bauen. Genau das hier. Ein Amphitheater zum Beispiel. 20 Runden bräuchte ich mir dafür. Wir haben momentan so viel Gold, dass ich glatt nochmal ein paar Geländefelder kaufen kann. So. Das Landstück ist halt leer, das ärgert mich. Und das hier kann ich nicht kaufen. Warum auch immer. Das Landstück wird zwar empfohlen, aber... Wie viel haben wir noch? 210? Was ist denn mit hier, mit Jingjiang? Geht auch nicht weiter. Geht halt nur bis zu einer bestimmten Grenze, ne? Wobei, das könnte ich noch kaufen. Aber dann wären es ja immer noch. Das könnte ich noch kaufen. Wären es ja immer noch zwei. Ich komme nicht bis hierhin. Also ich komme nicht weiter als bis hier. Selbst wenn ich das kaufe. Deswegen müssen wir auf die Kultur hoffen, dass sich die Landesgrenzen bald mal ausdehnen. Aber ich glaube, dass sich hier sowieso keiner mehr ansieht. Nicht direkt neben Xian. Also das ist ja dann wirklich zwei Felder entfernt. Das funktioniert ja dann gar nicht. Das ist nicht möglich. Zumindest denke ich das. Oder hoffe es. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja doch so Verrückte. Oh. Der Mensch braucht für sein Seelenheil drei Dinge. Das Wissen, woran er glauben soll. Das Wissen, was er begehren soll. Und das Wissen, was er tun soll. So, Theologie ist fertig. Ach, den kann man sogar zweimal dann benutzen, oder was? Ach, der kann sogar dreimal die Religion verbinden. Dann kann das gleich nochmal machen. So, wundervoll. So. Wählen wir eine weitere Forschung. Bildungswesen ermöglicht Forschungsabkommen. Und ein paar... Oder Kompass, da können wir halt... Vergrößert die Reichweite von Seehandelswegen. Maschinen wären, glaube ich, auch gar nicht mal schlecht. Schnellere Fortbewegung auf Geländeart Straße. Und wir könnten den Zeugenu-Schützen ausbilden. Mittelalterliche Fernwaffeninfanterieeinheit. Und die Eisenhütten, die uns wirklich viele Produktionen bringen. Also ich bin aktuell eher auf der Seite von Maschinen. Wobei Bildungswesen uns erstmal mehr Forschung bringen würde. Aber wir haben gerade schon in etwas investiert, was uns die Forschung pusht. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen einen anderen Weg. Wir glauben, dass dies ein Kostüm ist, das wir für beide Seiten machen. Was denkt ihr? Pferde? Was soll ich denn mit Pferden? Ich will keine Pferde. Tut mir leid. Ich brauche keine Pferde. Ireis considerar esta oferta? Alle meinen Marmor haben. Ireis considerar esta oferta? Ah ja, natürlich. Nee. Bestimmt nicht. Dann halt gar nicht. Ήκουσα σε πρέποντα της αλωτρίας ομιλίας με δείξας. Was können wir machen? Wir können gerne eine Freundschaftserklärung unterzeichnen. Ja, die mag mich jetzt halt, weil ich ihr die, ich habe ihn vergessen. Ich muss dran denken. Ich mache das jetzt sofort als erstes. So. Erstmal ihn hier platt. Wunderbar.
Okay. Nee, eine Triere baue ich nicht. Ich baue ein... Also Zufriedenheit macht auf jeden Fall Sinn, weil wir Zufriedenheit in Kultur umwandeln. Also könnten wir auch noch ein bisschen an Kultur... glauben? Ich investiere mal in... ein Zirkus. Und wir können auch neue Politik einführen. Amphitheater, Monumente, Opernhäuser und Museen 50% schneller. Das machen wir auch noch. Die einführende bla 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 bla. Einführung aller Politiken macht verborgene Altertumsstätten sichtbar und ermöglicht den Kauf großer Admirale. So, nochmal zurück. Du kannst... großen Zivilisation kannst du gar nichts machen. Ansonsten alles andere bringt mir halt nichts. Deswegen wechselst du die Heimatstadt. Nach... ups. Nach Nanjing ebenfalls. Hier haben wir schon mal 4 Anhänger. Ich bringe ihn mal nach Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Boah, die werden mich hassen, wenn ich jetzt hier auch noch siedle. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλοτρίας ομιλίας. Με δείξας. Die hat nur Adrian. Aber mit ihr bin ich jetzt befreundet. Und Marmor habe ich auch genügend. 91 Gold und 3 Gold pro Runde fände ich fair. Ist okay. Das ist okay. So. Die große Mauer ist fertig. Die Kunst des Krieges lehrt uns, sich nicht auf die Möglichkeit zu verlassen, dass der Feind nicht angreift, sondern auf die Tatsache, dass wir unsere Stellung uneinnehmbar gemacht haben. Wunderbar. Die große Mauer ist da, wo sie hingehört. Und wir greifen wieder den Typen hier an. Nächste Runde unser Blatt. So. Handelsweg einrichten mit Lissabon. Jawohl. Bringt uns halt einfach mal am meisten. 24 haben wir hier. Ich wäre auch ein Nationalepos, wäre ich nicht abgeneigt. Aber ich mache mal erstmal eine Werkstatt, um unsere Produktion nochmal ein bisschen zu erhöhen. Hier wollte ich jetzt die Schmiede machen. Die große Mauer sieht ja mal fett aus. Sieht schon toll aus, oder? Ich finde, die sieht toll aus. Ob die sich auch noch verschiebt mit der Grenze so ein bisschen? Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe, glaube ich, ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich als erster die große Mauer gebaut habe. Weil irgendwie stürzen sich die NPCs da auch relativ oft drauf. So, wunderbar. Kuala Lumpur müsste mich jetzt auch mögen. Das ist auch schön. Wie viel brauchen wir denn noch? 10. Jetzt sind sie Verbündete. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt Zugang nämlich zu den Baden. Schön. 3 neue Bürger? 5 neue Bürger? Achso, hat nun 5 Bürger. Ich habe das gerade verlesen. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Ein Schrein. Der kostet nur 3 Runden. Finde ich gut. Xian müsste jetzt auch relativ... zügig wachsen, hoffe ich. Weiter geht's. Oh, unser Siedler ist angekommen. Hier ist eine gute Möglichkeit zu siedeln.
Warum eigentlich nicht? Da sind wir direkt am Grasland Vieh. Ich glaube, ich werde gleich nicht so beliebt sein. Aber ist egal, ich will unbedingt auf den Kilimandscharo, weil dieses Höhlentraining, ich glaube, dass, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das ganz stark, ganz gut, wenn man das macht. Ich glaube, man kriegt dann Einheiten mit mehr EP raus einfach. So. Ein unwegsames Gelände bitte einmal. Du bleibst mir hier stehen. Du kommst dorthin. Prima. Und Wein haben wir dann auch demnächst hier drinne. Da ist schön Fisch, dann ist er am Wasser. Wasser ist auch mal ganz gut, wenn man dann Leuchtturm hinbaut. Bringt auf jeden Fall ganz nette Vorteile. Yay! In Peking wurde ein großer Schriftsteller geboren. Politisches Traktat schreiben. Großes Werk erschaffen. Ein großes Werk wird im Gebäude große Bibliothek in der Stadt Peking platziert. Ist tendenziell nicht schlecht. Und deswegen machen wir das. Um die Familie zu retten, gib einen Menschen auf. Um das Dorf zu retten, gib eine Familie auf. Um das Land zu retten, gib ein Dorf auf. Um die Seele zu retten, gib die Erde auf. Mahabharata. Wunderbar. Ich generiere Tourismus. Das ist, glaube ich, auch neu. Andere Zivilisationen beginnen, die großen Künste, die Größe eurer Kultur zu bewundern. Im Hinblick auf einen Kultursieg solltet ihr Tourismus als eure Offensive und Kultur als eure Defensive gegen andere Zivilisationen betrachten. Klickt auf das Tourismus-Symbol oben auf den Bildschirm, um zu sehen, wie ihr im Verhältnis zur Kultur anderer Zivilisationen abschneidet. Lebenslanger Tourismus als Prozentsatz. Wo bin ich denn? Trend unverändert. Angepasste Tourismusproduktion plus 2. Aha. Ich verstehe die Übersicht gerade nicht, muss ich ehrlich gestehen. Siam. Ach so! Ich produziere bei denen hier den Tourismus. Das ist meine Tourismusproduktion. Bei den anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ägypten nehme, steigt langsam der Trend. Ägypten hat auch eine Tourismusproduktion bei verschiedenen Nationen. Bei uns auch plus 2. Aber wir haben halt sehr viel Kultur. Okay. Gut. Songhai hat auch relativ gute Kultur. Produktion wählen, ein Monument. Mehr Kultur, bitte. Aber das war's dann auch schon wieder für diese Runde. Wir haben erfolgreich ein großes Werk geschrieben. Und beim Kilimandscharo gesiedelt. Was ganz gut ist, weil wir jetzt eine schöne Kultur, einen schönen Kulturwert hier haben. Wenn wir die Kultur hier noch ein bisschen pushen, würde das bedeuten, dass die Grenze sich relativ schnell ausbreitet. Was natürlich in unserem Sinne ist. Das wollen wir natürlich. Das ist ja unser Ziel. Eine schöne Grenzausbreitung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen und bis dann, euer Ryu. Ciao.